Servus, danke für die Einladung erstmal. Jetzt meine persönliche Traumelf. Ich sage schon mal vorweg, es wird wahrscheinlich die schwächste Traumelf sein, die jemals vorgestellt wurde. Ich starte im Tor mit einem Visionär, der da heißt Gábor Kiray. Warum Visionär? Weil er, finde ich, die Jogginghose auf der Arbeit quasi tauglich gemacht hat und dabei geholfen hat, dass man die Jogginghose überall tragen kann. Wir gehen weiter nach links. Stelle ich auf Gonzalo Castro. Warum? Weil immer, wenn er links hinten spielt, er an Lustlosigkeit nicht zu überbieten war bei Bayer Leverkusen. Von daher würde ich den da nochmal sehr, sehr gerne sehen. Daneben, um die Stimmung in der Mannschaft auch wieder etwas nach oben zu ziehen. Wow, da fehlt ein D. Manuel Friedrich von Bayer Leverkusen, wie gesagt, um die Gesamtstimmung im Team etwas hochzuhalten. Daneben habe ich mir gedacht, wie schön findet ihr eigentlich meine Schrift so von 0 bis 10? Lucio, ein bisschen Qualität müssen wir auf dem Platz haben. Daneben auch nochmal etwas Qualität, kann ja nicht schaden. Dani Alves einfach als bester Rechtsverteidiger, den wir wahrscheinlich auf dem Planeten so gesehen haben. Auf der Doppel-6 schreiben wir Peking ganz, ganz, ganz groß. Wir fangen nämlich an mit Ramelow. Damit ist schon mal gewährleistet, dass die Offensivspieler gar keinen Ball bekommen, um das nochmal zu unterstreichen. Daneben noch Jens Jeremies. Dann sollte eigentlich gar nichts schiefgehen nach vorne. Warum machen wir das? Damit wir stellen mal links auf Toni Kroos. Warum Toni Kroos links außen? Der hat bei Bayer Leverkusen tatsächlich am Anfang links außen gespielt. Da haben wir noch zusammengespielt. Ich durfte auf der 6 rumstolpern. Er musste auf links außen wirklich 1 gegen 1 Dribblings führen. Ich stelle ihn mal nach links, weil er da schön in der Luft hängen wird, wenn hinter ihm Ramelow und Jeremies stehen. Rechts den großen Peking-Befürworter und Unterstützer Mehmet Scholl. Auch der wird sich furchtbar darüber aufregen, dass er im ganzen Spiel wahrscheinlich keinen Ball bekommen wird. Und noch zwei Spieler, die ich sehr, sehr gut finde. Tatsächlich, mein erstes Trikot war von Krasimir Balakow im damals magischen Dreieck beim VfB Stuttgart. Extrem guter Spieler, hat mir sehr gut gefallen. Und der Spieler, der meines Erachtens lange total underrated war und jetzt so langsam mal die Anerkennung für seine Leistung bekommt, ist Lars Stindl, der jetzt auch Nationalspieler geworden ist. Und der tatsächlich laut unserer Peking-Daten auch einer der besten Spieler in der Bundesliga ist. Das, wie gesagt, meine Traumelf. Ich glaube, es gab noch nie eine Mannschaft, die schlechter zusammengestellt war. Von daher würde ich das mal gerne sehen, wie die zusammen kombinieren.